Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Electrocraft. Yo, wir zocken ein bisschen Electrocraft, wie man sieht. Oh, ich bin gerade nicht hochgekommen. So, lol. Ach, das ist ein normaler Block. Okay, ja, wir spielen mit Texture Pack. Facts, Bobbidi-Craft. Und ja. Link dazu ist in der Beschreibung, also ganz easy. So, los geht's. Wir haben wenig zu tun, nämlich wir wollen jetzt nämlich unser Haus und unser Lager hier umstrukturieren. Dazu werden wir jetzt erstmal ein paar neue Kisten craften, denn ich will unser Lager nämlich nach innen verlegen. Nach innen. So, wo ist unser Holz? Dann schnappen wir uns schon mal unser Holz. Dann werden wir schon mal die erste Truhe nach innen verlegen. Erste Truhe ist da. Und das wird dann das hier sein. Zack, 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 zack. So, dann kommt schon mal ein bisschen Zeug da rein. Was kann da rein? Das, das, das. Das nicht. No. Erstmal irgendwie alle Blöcke. In so einer Zeit kann ich noch mal ein bisschen Technikzeug hier rein tun. So. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Platz hier. Weiter geht's. Oder wir legen uns erstmal kurz schlafen, weil ich habe keinen Bock, dass Zombies uns angreifen. Wenn überhaupt Zombies an sind, ich muss mal gucken. Nein. Ah, doch. Doch an. Bitte geht's. Ich möchte es halt machen, weil wir ehrlich keine Lust mehr haben, die ganze Zeit so nach oben zu laufen. Ich glaube auch, dass ihr dafür Verständnis habt und da auch keinen Bock mehr drauf habt. So. Wenn ich mich ein bisschen anders anhöre, das liegt daran an dem Mikro und dass ich erkältet bin. Ich bin erkältet. Und ich hoffe, das stört nicht zu stark in der Aufnahme. So. Die erste Truhe ist fertig. Das heißt, die kann schon mal weg. Die Öfen kommen eh schon mal weg. Guck ich mal, wie wir die hinsetzen. Ich glaube, hier hinten. Ja, hier so, ne? Ja, ist so ein guter Platz für die Öfen. So, dann. So. Dann kommen hier Technik und dann hier das andere hin. Heißt für uns, die Truhe kann schon mal weg. So, das war glaube ich eine Redstone-Truhe, das ist aber auch egal. Ja, okay. Das ist aber nicht so schlimm. Die ganzen Maschinen kommen da mal rein. So. Zack, zack. Und hier auch nochmal sortieren. So. Man kann schon mal was essen. Jam, jam, jam. Oh, da ist ein riesiger Baum ist hier gewachsen. Der sieht da nice aus. Können wir gleich mal fällen. Wenn wir mal wieder Holz brauchen. So, und jetzt nur noch die Erzkiste. Da haben wir jetzt ein paar Probleme mit. Ich baue mal die eine Hälfte ab. So. Jetzt haben wir die Truhen nochmal. Und die setzen wir mal ein bisschen dahin. Dann kommt das alles hier rein. Zack, zack. Ist da irgendwas da? Ja. Zack. Sonst noch irgendetwas? Plastik könnte da eigentlich auch rein. Oder nee, lassen wir mal. Doch. Und ja. Es ist ja quasi auch ein Rohstoff. Plastik ist ja roh. So. In der Sprache Kunststoff, so wird es genannt. Das ist schon easy. So, wir nehmen mal die normale Truhe. Redstone-Truhe, keine Ahnung, wo ich hier hinpacke. Dann kommt der Rest rein. Oh, da ist noch ein bisschen Technik dabei. Das kommt da mal raus. Das will ich da nicht drin haben. So, zack. Das kommt da rein. Zack. Dann sind wir schon fertig.
Jetzt müssen wir auch die Basics rausnehmen. Das ist ein wenig Eisen. Nehmen wir mal 24 und unsere Kohle 20. So. Jetzt fehlt noch die Werkbank und die Redstone-Truhe. So, und dann würde ich eigentlich gerne mal mit ein paar neuen Mods anfangen. Ich stelle die Truhe mal dahin und die Werkbank oder andersrum. Dann stellen wir die Werkbank dahin. Die Redstone-Truhe dahin. Und da stellen wir zum Beispiel einen Blumentopf oder so drauf. Aber dein Ziegel, ja, haben wir eine rote Rose. Nee, haben wir einen Kaktus. Ja, ach ja, genau, da haben wir Kaktus angepflanzt. Kakteen, sorry. Eigentlich bin ich ja immer der korrigiert, aber heute mal nicht. So. Wir haben Kaktus, wir haben Ziegel und dann. So, haben wir unseren Blumentopf. So, und den Kaktus. So, sieht es aber ein bisschen schöner aus. Wir machen uns mal eine neue Rüstung. Wir haben nichts mehr. Wir haben uns mal eine neue Rüstung. Zack, zack. Was ist das denn? Gasnotzel, was kann man denn damit machen? Ein Carable Flutlight. Okay. Was brauchen wir noch? Eine Hose. Ja, so, das hat das Eisen genau richtig gepasst. Das alles da dran. Zum Beispiel können wir jetzt hier die Rüstung da rein tun. Keine Ahnung. Wie Werkzeug oder so, Waffen kommen da mal rein. So, machen wir das so. Zack. 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 So, die Truhe kommt da auch rein. Da nehmen wir uns mal ein bisschen Holz. Ein bisschen Erde. Ein bisschen Kobbel. So, fertig. Ich möchte mich mit ein paar neuen Mods beschäftigen, denn erstmal machen wir ein bisschen Pause. Denn ich habe jetzt erstmal keine Lust zu farmen. Nämlich, es ist im Moment der Trend. Wir craften ein Walross. Ja, das ist eine Statue und die wird aus 8 Fischen gecraftet. Und dann dachte ich mir, machen wir das doch. Wir haben doch unseren Fischer. So, dazu müssen wir das hier abbauen, denn wir wollen ja rohe Fische haben. Schmeißen unseren Fischer an. Und ploppen dann da die ganzen Fische raus. Ich würde eigentlich gerne die Truhe hier dafür verwenden. So. Das war nicht so schlau. Zack und zack. So, dann würde ich gerne die Sachen dafür verwenden. Hoffentlich kommt auch der Fisch raus. Idle? Was heißt das denn? Hä? Ah, jetzt fängt er wieder an zu arbeiten. Okay. Hier werden wir erstmal ein bisschen Pause machen. Außer bei unserem Pulverizer. Da schmeiße ich gleich nochmal was an. Ach, was ist ja noch Angewohnheit. Ich würde mich gerne mal, weil wir fast kein Gold mehr haben, da Gold reinschmeißen. Das würde ich gerne mal machen. So. Machen wir das so und schmeißen das mal da rein. Und das funktioniert nicht, weil wir es bretten müssen, nicht schlau. Das kommt nämlich da rein. Was ich noch machen wollte, ist, ich wollte so eine kleine Rohrleitung machen, damit wir hier Sachen reintun können und das dann ein Pulverizer kommt. Das wird später diese Truhe da sein. Ich werde vielleicht auch nochmal die normale Truhe, die übrig geblieben ist, für nutzen. So, haben wir noch Pipes? Wenn ja, Transportrohr. Gut. Steinernes. Haben wir noch ein paar davon gehabt. Gut. Diese Konstruktion werde ich auch nochmal ändern. So. Müssen wir das so machen, dass blau oben ist. Links machen wir mal aus. Unten machen wir auch mal aus. Das machen wir auch mal aus. Und das auch. So. Dann müssen wir es mit den Kabeln mal ein bisschen hier ändern.
Kabel müssen dann irgendwie hier lang. Zack. Zack. Ja, fehlt dann noch eins. Hier. Ja, ist schon. Dann die Rohre. Müssen auch hier durch. Hier am besten. Die Kabel, das ist jetzt ein Problem. Wir bauen uns da durch. Ja. So. Hier weiter geht's. Hier durch. Zack. Da kommen wir so ein Steinziegel hin. So, jetzt haben wir keine Transportrohre mehr. Aber das ist mir total egal. Ich setze hier mal das Kabel. Ich sag, wir machen Holz rein oder so. Dann müssen wir das Kabel ja umverlegen. So. Dann kommt ihr das so hin. Und dann. Oder wartet. Das können wir noch irgendwie anders machen. Ich würde gerne die Truhe da rein machen. Heißt, die kommt jetzt hier rein. So. Dann suchen wir uns mal eine Treppe. Machen wir es mit der Treppe zu, so, da. Machen wir es mit der Treppe zu. Und dann können wir da Sachen reintun. So, dann machen wir da ein Schild. Haben wir noch welche? Ja. So. Und schreiben dann da drauf. Einfüllung von Ressourcen. Pulverisierer. Wenn er jetzt richtig geschrieben Pulverisierer. Ich hoffe. Kann man dann da Sachen einfüllen und das wird dann da reingelegt. Wenn er jetzt hier fertig ist, oder warte mal, wenn hier, wir können zum Beispiel mal das Rohr da reinlegen. So, das müsste jetzt eigentlich transportiert werden. Oder auch nicht. What? Funktioniert nicht. Wir haben schon 6 Fische. Gut, wir brauchen noch 2 Stück. Wieso klappt das jetzt nicht? Das ist doch hier. Oben ist doch blau. Es geht da lang und dann. Ah, jetzt ist es weg. Nee, weil ich es in der Inventar habe. Dann funktioniert das nicht. Komm, weg hier. Weg damit. War eine nette Idee, aber klappt irgendwie nicht. Klappt leider nicht. Schade. Kann man das da wieder auch wegmachen? Das wieder zu. So. Zack, zack. So, wie viele haben wir denn schon? 7. Wenn der da fertig ist, dann nehme ich mir mal die Kohle raus. Dann haben wir nämlich genug. Und dann tun wir da unsere Pipe gleich wieder dran. So, das ist nämlich jetzt. Ja, der letzte Fisch kommt. Nice. So. Da ist das Walross. Und das sieht immer so geil aus. Man sieht es schon so. Ich wollte es irgendwie auf unser Dach machen oder so. Weil. Hier sieht das doof aus. Guck mal, wie das aussieht. Wie das aussieht. Es ist immer nur so geil. So. Aber das sieht dann auch nicht gut aus, finde ich. Versteht ihr, was ich meine? Oder so? Ja, doch, das sieht gut aus. Ja, doch. Dann mal schauen, was wir dahin. So, dann nehmen wir uns mal schlafen. So. Weiter geht's. Die Rohre kommen mal da rein. So.
Was soll denn das Golderz da drin? Cool. Wie weit ist denn unser Ofen? Dann kommt da gleich die nächste Fuhre da rein. Hat keine Energie mehr. Toll. Ist doch Kohle? Nee. Da. So. Ist hier irgendwo noch... Hier, die Ressourcen können wir uns mal rausnehmen. Und... Scheiße. Ich werde gerade auf Skype angeschrieben. Geh mal weg hier. Geh mal weg hier. Wo ist denn mein... Ich bin gerade trotzdem auf Skype offline, aber... Warte mal. Das regeln wir mal kurz. So, das schiebe ich jetzt mal hier rüber. Ich schreibe ihn gerade mal zurück. Ich hoffe mal, dass er es jetzt kapiert hat. So, ich habe es gerade auf meinen zweiten Monitor geschrieben. Geben. Stimme ich mal beschäftigt. So. Vielleicht wird es das jetzt mal was bringen. So, unsere Ressourcen kommen nochmal rein. Was kann man hiermit eigentlich machen? Energielorien. Fuel. Gut. Reaktor-Casing. Graphitblock, ja, das ist ja klar. Reaktor, also es hat irgendwas mit Strom zu tun. Turbinen. Hat was mit Ölkraft zu tun, glaube ich. Naja, wir machen weiter. Ich schau mal gerade mal ganz kurz hier ein bisschen durch, was wir mal machen könnten. Ich habe gerade wirklich keinen Plan. Nee, das klappt nicht, das will ich nicht machen. Platzierer, nee. Patronen, Redstone-Ofen. Das haben wir ja schon hier. Pulverizer, das haben wir ja schon. Was können wir denn mal machen? Stöbern wir mal ein bisschen hier durch. Könnten. Hier. Das ist wieder gleich gecrowd, das will ich wieder nicht. Wieder Backpacks. Das könnten wir uns mal machen. Wie gehen die denn hier? Gebundenes Leder? Nee. Machen wir uns mal kleine. Haben wir Leder? Leder? Hallo? Hallo? Ich gebe mal hier ein. Leder. Nee, haben wir nicht. Schade. Müssen wir uns vielleicht mal irgendwann mal holen. Riftblade, was ist das denn? 7 Angriffsschaden. Dimensional Doors. Stable Fabric. Bolt-Fried. Okay. Fallingsensor. Zueisen. Great. Ingwer. Ach, Ingwer-Zeug. Könnte zwar so Lampen machen, aber die sind ziemlich teuer. Ja, die sind so teuer. Turtles wollte ich mir auch mal machen. Ist mir nie geschehen. So, was ist das denn hier? Holzbumerang. Geil, den können wir mal machen. Ich glaube, der geht so. So, was kann man da jetzt mal machen? Yo! Geil! Wir haben unseren eigenen Bumerang. Gibt's davon noch eine bessere Version? Hier, Finding Pistol. Was ist das denn hier? Alter, geil! Diamant, Gold. Ich würde mal so einen goldenen machen. Das ist ja nur der Basic. Vielleicht haben die noch verschiedene Attacken oder so. Wie geht denn der Gold? Okay.
Okay, das ist easy. Alter, geil. Da. Zack. Und zwar einen goldenen. Mal gucken, was der macht. Ach so, der hat da, glaube ich, einfach nur bessere Farbe. Yo! Krass. Ich probier das mal an Tieren aus. Da. Geil! Es tötet einen aber nicht. Ja, wir haben unser Schwein mit einem Bumerang erlegt. Wie geil. Wie ein Schaf. Krass. Okay. Gut, dann töten wir mal die... Nee, das will ich aber eigentlich nicht alles töten. Sonst haben wir keine Schafe mehr. Krass. Okay, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir haben... Also kurz mal noch Zusammenfassung. Wir haben da ein Walross. unser Lager ist komplett hier eingerichtet. Wir haben unser Haus verschönert. So, das wird in der nächsten Folge noch behoben. Wir haben ein bisschen mehr Gold. Die Konstruktion kann ich mal abreißen. So. So. Und ja. Das war's auch schon mit der Folge. Also dann, bis gleich. Also, was. Das gleiche. Bis dahin. Ciao.